Ja, na toll. Schön in den Siff. Schöne Uniform schmutzig. Jetzt muss ich dir waschen. Super, toll. Hast du toll gemacht. Bist ein guter. Na. So. Mist. Ja. Gerade aus einer Mütze kriegst du das so schlecht raus. Ja, willst du sie bitte auch aufheben? Willst du mich verarschen? Ja gut. Die Mütze ist abgeschrieben. Firma zahlt eine neue. Ja, ich muss mal kurz sagen, er hat ein schlechtes Bauchgefühl dabei, hier runter zu gehen. Und findet, es ist eine gute Idee, hier alleine runter zu gehen. Anstatt vielleicht einfach Hilfe zu holen, selber. Warten, bis die Verstärkung da ist, dann hier runter zu gehen. Nein, machen wir nicht. So. Sieht auf jeden Fall sehr einladend aus hier unten. Und ich finde es gut, dass hier Stromkabel langlaufen. Wenn hier überall Wasser ist. Finde ich eine gute Kombi. Wasser und Strom. Immer gern gesehen. So, was haben wir hier? Aha. Von mir aus. So. Ah, hier schön dunkler Raum. Geil. Was haben wir da Schönes? Ein Kistchen. Öffnen. Das Pferd. Ein Holzpferd. Mhm. 2 von 12. Gut. Ich hoffe, ich habe noch keins übersehen. Ich würde die gerne alle finden. Ich weiß auch nicht, was das für eine Auswirkung hat, wenn wir die finden. Außer es stand wieder da und ich habe es überlesen. Das könnte natürlich sein. Was für ein Irrgarten. Ja. Kannst mal sehen, ne? Sachen gibt's. Okay, hier kann ich nicht weiter hin. Hier geht's runter. Ich bin jetzt halt vorne nicht lang gelaufen. Okay, hier ist nix. Was ist das für ein komischer Sound? Gehört das jetzt einfach nur zum Spielsound? Also dieses einfach nur hier so zur Musik, dieses Klopfen? Oder ist da gerade irgendwas näher gekommen? Weil das wurde immer lauter. Geht's wieder runter. Ich guck erst da hinten. Ja, meine Tür, aber ohne Türgriff, das bringt uns nicht viel. Und hier haben wir hier irgendwas? Nee, einfach nur Schmodder. Gut. Und dann wollen wir mal. Dann, stand da gerade irgendwas? Ansehen. Hm? Was? Gut. Ich folge mal dem Pfeilen. Mal gucken. Mal gucken, wo wir rauskommen. Wo es uns hinführt. Aber ich muss natürlich auch erst in den anderen Ecken gucken. Nicht, dass ich wieder was übersehe.
Hier ist aber nix. Hier ist auch wieder nur eine verschlossene Tür, okay. Das muss er sein. Wer? Muss was sein? Der Weg? Äppchen. Hat jemand Spare Ribs liegen lassen? Mir dreht sich der Magen um. Vielleicht ist die Kantine hier unten. Die Kantine vom Stahlwerk. Und hops. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Hier unten wird alles immer nur noch seltsamer. Der Hinterwäldler. Oh, der ist aber süß. Der hat schon was. Finde ich knuffig. Würde mir den, ja, ich würde mir den hinstellen, ne? Ich finde den cool. Liebe Entwickler, ich hätte es gerne als Merch. Ich würde mir den gerne hinten ins Regal stellen. Jetzt nehmen wir doch mit. Also ich hätte ihn mitgenommen. Ah, jetzt können wir kriechen, oder wie? Sind wir eh voll mit Kacke. Verdammte enge Räume. Da gehen wir gleich mal rein. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass wir da hin müssen. Ich will mich aber erst hier umschauen. Eventuell haben wir ja hier wieder irgendwas. Liegt nämlich zum Beispiel was. Mein Gott. Mein Gott. Ein Stück Blech mit Blut dran. Ja, nun. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ist natürlich nicht schön, wenn man sowas findet, aber... Ah, Stahlwerk. Kann sich in die Pfoten schneiden, Unfälle passieren. Also so ungewöhnlich würde ich es jetzt nicht mal finden, ehrlich gesagt. Schlecht. Ich bin ganz schlecht in sowas. Grund, warum ich DBD nicht so viel spiele. Das wird ganz übel für mich enden. Okay. Naja. Erst das Minigame direkt verkackt. Sehr schön. Sehr schön. Kann nur besser werden. Okay. Ich hoffe, das besiegelt jetzt doch nicht mein Tod hier. Quicktime Events, ich bin ganz schlecht in sowas. Verdammt.
Ampelleiter, ich bin unentschlossen. Gar nichts. Keine Ahnung. Mit dem die Rampe? Ich werde sowas und drauf gehen. Das wird das kürzeste Spiel aller Zeiten. Frank, mach keinen Scheiß. Schieß doch! Was ist mit dir? Stopp! Na toll. Um zu zielen und drücke auf. Okay. Ja, hab ich. Achso, da oben. Da muss leuchtet. Schön, jetzt bin ich's auch. Mach keinen Scheiß, Frank, hör auf. Wir können über alles reden. Nimm doch die Waffe, die liegt vor dir. Was ist mit dir? Schon ein paar Nachtschichten hinter sich. Waffe? Waffe? Was hat der mit dem Kind vor? Ja, tschüss Frank. Achso, das ist aufgeschmissen. Gekriegt. Retter. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Bis auf das erste Ding, was ich verkackt habe. Aber sonst? Alles gut. Alles gut. Okay. Ah.
Die atmen alle sehr laut. Was habe ich da gerade getrunken? Beziehungsweise sie? Also ich jetzt in dem Fall? War das vielleicht irgendetwas Bewusstseinserweiterndes? Eventuell. Mama. Sehr natürliches Grinsen. Was? Wer? Mama? Ja, schön. Schönes Bild. So, wir gucken uns erstmal um. Dass wir kein Dach mehr haben, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Was haben wir denn da? Schickes Bild. Cooles Poster. Wir leben im Wald. Fürs Dach hat es nicht mehr gereicht, da war das Geld alle. Bauen ist aber auch heutzutage schweineteuer geworden. So. Mom? Jo, Mutti ist wieder am Start. Hier noch aus dem anderen Spiel. Ich entschuldige mich übrigens für die Ruckler, aber die kommen irgendwie nur in den Cutscenes und ich kann da leider nicht viel machen. Hier ist alles falsch. Ach, meinst du? Ja, sieht Mutti aber nicht mehr so fresh aus. Ist aber... Weiß ich nicht. Und damit ziehen könnten wir eigentlich auch mal wieder, ne? Wird Zeit. Wird gar nicht unangenehmer, da hinterher zu laufen. Was zum? Ah, jetzt ist fast schon wieder schön. Noch ein bisschen. Dann können wir da ein anderes Bild drüber kriegen. Ja, das war's. Da ist das Haus auch weg. Sieht hier irgendwie entfernt verwandt mit Satan? Warum hinterlassen wir so Spuren auf dem Boden? Wie ist denn unser Nachname? Geh mal durch, ne? Genauso elegant wie der Polizist. Hallo? Hallo? Na, guck mal, das Wohnzimmer. Ja, schön. Haben auch gemütlich eingerichtet. Da kann man sich dann hier auf den Baumstumpf setzen oder auf den Stein, wenn man es ein bisschen härter mag. Ja, und dann kann man hier einfach gemütlich chillen und ein bisschen Fernsehen gucken. Ja. Machen wir mal an, ne? Der gute Carsten. Da.
mir leid, bin Bruder. Ich glaube, das mit dem Ruckland ist aber ein Problem. Du schaffst das, Maddie. Bleib nur auf der richtigen Straßenseite. Also links. Hier ist ja links die richtige Seite. Nun, die Straße ist so schmal, da passt nur ein Auto drauf. Es gibt also nur eine Straßenseite. Ja, komm. Die sieht jetzt nicht so böse aus. Ist vielleicht dumm, aber... Hi. Also, was ist passiert? Hatte einen Platten. Eine Amerikanerin! Ja. Bin ich auch. Okay. Ja, also, könnte ich bei dir mitfahren? Ach so, ja, na klar. Du kannst mich bei Garand Manor rauslassen. Ist nur ein paar Meilen von hier. Hm, komisch, genau da muss ich nämlich auch hin. Dann ist es kein Umweg für dich. Schätze nicht. Ich hoffe, das war nicht falsch. Dann haben wir beide das gleiche Ziel? So ein Zufall, was? Ja. Ich meine, ganz so verrückt ist das nicht. Immerhin verstehen wir uns schon ziemlich gut. Und diese Straße führt sonst nirgendwo hin. Also, sagtest du, du willst geschäftlich nach Garand Manor, oder? Habe ich nicht. Oh. Also, wo kommst du her? Her? Na, wo lebst du? Paris. Da komme ich her. Im Moment. Davor kam ich aus Amsterdam, Dublin, Mailand, Los Angeles und Oregon. Vor langer Zeit. Echt cool. Hey, meine Mom ist aus Oregon. Naja, eine von beiden. Hab gehört, da soll's echt schön sein. Oder auch ein echtes Drecksloch. Aber ein echt schönes Drecksloch. Ich kann sowieso nichts dazu sagen, weil ich nie da war. Ich bin New Yorkerin. Durch und durch. Hab's auch nie weiter als zur 14. Straße geschafft, ehe ich aufs College ging. Hier in England? Ah, nein, in Berlin war das. Oh, ich heiße übrigens Maddie. Linda. Nett, dich kennenzulernen, Maddie. Ja, ebenso. Auch wenn ich erst dachte, du haust mich gleich um. Ah, tut mir leid. Ist der Tank leer? Hä? Nein, ich meine, was? Oh nein, du warst nur gerade noch so gesprächig. Oh, ja. Bin erstmal vorsichtig.
Sieh mal hier. Einladend. Wäre ich jetzt auch gern. Das ist das Ende des Regenbogens. Ich meine, ist schon ein geiles Haus. Leckt mich am Arsch. Das Licht vom Auto? Batterie? Ist egal, ne? Dieser Ort ist definitiv ein wenig zu... übertrieben? Ich wollte sagen, ein wenig zu sehr wie in einem Horrorfilm. Ganz genau. Also, klopfen wir oder... Ich weiß nicht. Oh, ich. Klingel. Ich weiß nicht. Oh, klingel. Scheint keiner da zu sein. Das ist auf jeden Fall die Zeit, zu der ich hier sein sollte. Ich auch. Hallo? Jemand zu Hause? Wir sollten das einfach an jeder Tür probieren. Ja, meinst du? Naja, man erwartet uns, oder? Das kann doch nicht. Gehen wir einfach rein? Warum fragst du mich das? Weil du erwachsen bist. Bist du auch, Maddie? Dann gehen wir rein, schätze ich. Ich traue mich nichts zu sagen, weil die immer reinquatschen. Ich bin es nicht gewohnt, storylastige Spiele zu spielen. Warum sind die Lichter aus? Weiß nicht. Hallo? Sehen wir uns mal um. Hallo? Wir sind hier. So, Licht ist aus und überall brennen Kerzen. Was ist das? Eine Arbeit ist, die permanent am Brennen zu halten. Bei dem riesen Anwesen? Klingt das komisch? Ja. Ja. Die ist so ein bisschen sehr wortkarg, ne? Maddie ist cool. So, was ich sagen wollte zu den Rucklern eben, bevor mich das Spiel wieder unterbrochen hat. So. Ich glaube, das ist ein Spielproblem, weil irgendwie freest das Spiel, der Ton läuft weiter. Irgendwann läuft das Bild dann einfach weiter, an der Stelle, wo es gefreest ist, und ist aber synchron mit dem Ton. Ich glaube, das ist ein Problem vom Spiel. Ich glaube, da habe ich wenig Einfluss drauf. So, das wollte ich noch loswerden. Ich glaube, es liegt nicht an meinem Rechner. Ja, schicke Bilder, ne? Also. Öffnen wir mal. Ja, genau, stimmt ja. Die Sammeledition hier. Zwei haben wir schon. Okay, gut. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Topfpflanzen. Mhm, schön. Was haben wir hier noch? Andere schöne Bilder. Da ist nix. Hallo, du wortkarge Person. Die macht aber auch nicht viel, ne? Nö, die guckt sich nur Bilder an. Ja, kann ja nichts machen. Okay, Tür geht nicht auf. Hoch gehe ich jetzt mal noch nicht. Guck jetzt erstmal hier hinten. Was haben wir denn hier? Das ist ein... Was bist du? Ich fühle mich echt nicht wohl hier.
Ist doch seltsam, oder? Ein altes, verlassenes Herrenhaus zu betreten und nicht begrüßt zu werden? Ja, schon schräg. Oh Mann, fehlt nur noch ein Kerl, der mit einer Kettensäge aus dem Keller gerannt kommt, was? Jetzt jinx es doch nicht. Hör doch auf mit so einem Scheiß. Mach das doch nicht. Gut. Also nicht hier. Das wirkt schon etwas lebendig. So sind die Sätze abgehakt.